Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Ausstellung von Frauenzimmer. Ich möchte das Wort gerade Herrn Christian Zeidler übergeben, Leiter Amt für Kultur vom Kanton Obwalden. Danke, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ladies, Traumfreie, Weibsbilder, Klatschweiber, Giftnudeln, Schreckschrauben, Zicken, Drachen, Walküren, Karrierefrauen, Beauties, Klassenfrauen, Matronen, Mütterli, Gebärmaschinen und Frauenrechtlerinnen. Liebe Mannsbilder, halbstarke Sonnyboys, Strahlenmänner, Tattergreis, Platzhirsche, Kleiderschränke, Naturbursten, Wicht, Radaubrüder, Playboys, Herzensbrecher, Schönling, Vagabunde, Geizkragen, Rambos, Brummbären, Drückeberger, Witzfiguren, Träufgänger, Prachtexemplar. Alles synonym natürlich für das Wort Frau bzw. für das Wort Mann. Ich nehme jetzt mal an, dass ich mit diesen Ausdrücken alle Anwesenden begrüßen konnte. Ich nehme aber nicht an, dass sich viele von Ihnen mit dem einen oder anderen Begriff ganz und gar nicht identifizieren können. Und wie steht es denn mit dem Begriff Frauenzimmer, liebe Frauen und Rinnen? Können Sie mit dem Begriff etwas anfangen? Wie würden Sie reagieren, wenn Sie als Frauenzimmer bezeichnet wurden? Als ich angefragt worden bin, eine kurze Begrüßung zu machen, habe ich natürlich spontan zugesagt. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich erst später realisiert habe, was ich denn da überhaupt gemacht habe mit dieser Zusage. Weil als Mann eine Ausstellung zu eröffnen, die nur von Frauen gestaltet wird, nur etwas hat mich dann aus dem Dilemma befreien können, Frauen zu Wort kommen lassen. Also habe ich bei mehreren Gelegenheiten Frauen gefragt, was ihnen zum Begriff Frauenzimmer in Sinn kommt. Was ihnen spontan durch Kopf und Herz geht, wenn sie den Begriff vernehmen. Und ich habe an rund 30 Frauen, die ich privat oder beruflich kenne, gemailt, mit der Bitte, mir zu schreiben, was ihnen beim Begriff Frauenzimmer in Sinn kommt. Die Reaktionen waren schlicht überwältigend. Ich glaube, alle angefragten Frauen haben mir zurückgeschrieben. Und damit sind zwei Klischees voll und ganz bestätigt worden. Das erste Klischee, Frauen sind sehr pflichtbewusst und zuverlässig. Und das zweite Klischee, Männer holen sich die Frauen zu Hilfe, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Also jetzt eine Auswahl von diesen Reaktionen. Ich kann natürlich bei weitem nicht alle lesen, aber ich finde, es hat wirklich sehr originelle darunter. Frauenzimmer sind frech, anders, beängstigend und wahrscheinlich origineller und eigenständiger als andere Frauen, mit denen Mann sonst zu tun hat. Von einem Frauenzimmer spricht man also gleichzeitig verächtlich und bewundernd. Ich habe ein Buch, welches ich sehr gerne habe, in dem Frauen ihre ganz persönlichen Zimmer vorstellen, ihre Rückzugsorte, welche wunderschön sind, inspirierend und ganz geprägt von der Persönlichkeit der jeweiligen Frau. Es ist oft so, dass sie, falls Familienfrau, kaum einen ureigenen Ort für sich haben. Fordern sie diesen aber ein, wird er oft zu etwas ganz Besonderem, einem Ort voller Ruhe, aus dem heraus vieles wachsen kann. Frauen brauchen ihre Rückzugsorte, um sich dafür wieder umso mehr zu entfalten und in die Gesellschaft einzubringen. So quasi bei sich sein, um wieder für andere da zu sein. Klammer auf, fast etwas esoterisches Geschwafel, gell, ist sonst gar nicht meine Welle. Klammer zu.
Frauenzimmer kokett, eigenwillig, kurz bevor sie unter die Haube kommt, aufgeregtes Huhn unter Frauen, lebendig, hat ihre Mödeli noch frei, Herzfeuer auflodend, nicht einzufangen, hohe Stimmen, Stimmengewirr. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass so ein Frauenzimmer etwas weiblich Aufmüpfiges hat. Etwas mit Busen und mit Stolz und mit Sturheit. Clevere, etwas selbstverliebte Dame, gut betucht, meisterlich darin, sich Vorteile zu verschaffen. Sie tut das so charmant und kokett, dass man ihr nicht böse sein kann. Zimmer mit wehendem Vorhang und Tisch am Fenster, mit Frau am Tisch, buchlesend, schreibend, sinnierend, Schutz, Selbstständigkeit, Freiheit, geheimnisvoll, sinnlich. Fazit: Die Welt braucht immer Frauenzimmer. Für mich hat dieses Wort keine gute Bedeutung. Es macht mich sprachlos und hat etwas Belastendes an sich. In einem Frauenzimmer gibt es nur Dinge, die Frau braucht oder eben auch nicht braucht. In meinem Frauenzimmer wäre eine Kaffeemaschine, viele Bücher, ein Sofa, Lounge, Stereoanlage, viele unpraktische, aber hübsche Dinge, die niemand braucht, nur so zum Ansehen. Auf gar keinen Fall wären Kochbücher, praktische Haushaltsgegenstände wie Staubsauger, Abwaschmaschine etc. oder alles, was an Arbeit oder so erinnert, darin. Also kurz gefasst, ein Frauenzimmer ist nur zum Genießen da, Wellness pur. Eine Person, etwas anrüchig, ein schönes Frauenzimmer, eine Frau mit Vergangenheit, ein Lusmeitli ist vielleicht die Vorstufe von Frauenzimmer. Frauenzimmer gleich Frau in Seide, Taft, parfümbehaftet, elegant, in Stöckelschuhen, also keine Clogs, vielleicht auch belesen, nehme ich mal an. Mutige Frauen, selbstbewusste, eigenwillige, von Männern unabhängig und untereinander gut vernetzt. Frauenzimmer sagen, was sie denken, ecken an, können Angst machen, haben wilde Frisuren, mächtige Hintern und Röcke drüber. Frauenzimmer drücken einem bei Sorgen an die Brust. Frauenzimmer sind sehr weiblich, urweiblich und ziehen am Geschehen vorne mit. Frauenzimmer sind Zugpferde, Leitstuten und sorgen selbstbewusst für das eigene und der anderen Wohl. Ohne Frauenzimmer wäre die Welt nicht lustig. Gar nicht lustig. Ah ja, und der Atomausstiegsbeschluss der Bundesrätinnen ist eine richtige Frauenzimmersache. Bravo! Sie sehen wunderschöne, kreative Reaktionen, die mich natürlich auch sehr gefreut haben. Ich freue mich auch natürlich sehr, liebe Männervölker und Frauenzimmer, dass wir die Vernissage heute feiern dürfen. Das Projekt hier, ich habe die Ausstellung natürlich noch nicht gesehen, aber einfach was ich bis jetzt gehört habe von Nova, gesehen habe auf der Homepage, es ist echt beglückend, es strotzt vor Kreativität, Eigenwilligkeit und von Selbstbewusstsein. Und das in Obwalden, in Altnach, ich finde es echt genial. Ich danke Ihnen, liebe Künstlerinnen, herzlich für Ihren künstlerischen Beitrag. Ich danke der Kuratorin, die Yasemin Büyükberber, für das grosse Engagement und das ganz viele Herzblut, das sie vergossen hat. Und ich danke auch den zwei Männern im Hintergrund vom Projekt, am Adrian Hossli und am Nick Wallimann. Die Ursprungsidee von echten Frauenzimmern hier in der Pfisterer stammt von seiner leider vor einem Jahr verstorbenen Frau, der Marianne Wallimann. Eine Frau, notabene, mit einer wunderbaren Stimme. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Ausstellung und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Vielen Dank.